Hi, mein Name ist Dorian, ich bin Prop beim BRC und heute gebe ich euch drei Tipps für ein stabiles Gedränge auf der Prop-Position in der ersten Reihe. Set! Let's go! One, two, three, four! Tipp Nummer 1, die Körperposition. Nichts ist im Gedränge wichtiger als eine vernünftige Körperposition. Noch bevor ihr reingeht und euch mit dem Hakler bindet, habt ihr den Bauch angespannt, der Rücken ist gerade und die Schulterblätter zieht ihr zurück, um eure Wirbelsäule zu schützen. So verhindert ihr, dass wenn der Druck kommt, ihr einknickt oder kollabiert. Tipp Nummer 2, achtet auf die Calls. Der erste Call ist Beugen. Beim Beugen geht ihr runter. Achtet darauf, dass der Rücken immer noch gerade ist und ihr möglichst tief runterkommt. Binden, lange Bindung an dem Gegner. Ja? Die Füße sind parallel, sodass ihr einen stabilen Stand habt und den Druck halten könnt und auch geben könnt. Beim Set geht ihr stabil rein und zieht die Füße ein bisschen hinterher. Tipp Nummer 3, kommt der Ball rein, schiebt ihr gemeinsam nach vorne. Dabei haltet ihr den Rücken gerade, schiebt nach vorne und nicht nach oben und macht kleine Schritte. Boy, get